Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Edna bricht aus. Heute wollten wir uns die Straße angucken und mal schauen, was sich mit dem Kartenrätsel, was es mit dem Kartenrätsel auf sich hat. Da müssen wir aber erst nochmal gucken. Da hinten ist die Straßensperre. Halt, ich hab gar nicht... Nein, ich muss mir noch die Kirche angucken. Kann ich da jetzt schon reingehen einfach? Aber Blase muss immer noch pinkeln, der Arme. Oh, okay, ich kann einfach reingehen, läuft. Seitentür, die sollte ich aber nicht benutzen, oder? Abgeschlossen. Gut, 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 weil da sollte ich eigentlich nicht hin. Erste Hilfe-Kasse nehmen. Der ist ja festgeschweißt. Was bitte? Wie unnötig. Warndreieck, kann ich vielleicht das nehmen? Die Farbe gefällt mir nicht. Oh mein Gott, du bist aber heute sehr klischeehaft. Müssen wir jetzt einfach losfahren? Aschenbecher! Cool. Anzünder. Der Anzünder fehlt. Irgendjemand ist wohl rauchen gegangen. Lüftung. Okay, nee, also ich schätze mal, wenn wir losfahren müssen, dann würde ich das mal so machen, wie man das wirklich macht. Also Handbremse losmachen. Kupplung treten. Gang einlegen. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Natürlich, ich hab's voll drauf. Ich weiß, wie das geht. Hey, was soll das? Stopp! Müssen, wohin fahren wir denn jetzt überhaupt? Kann die überhaupt fahren? Fahren wir jetzt einfach weiter? Ich dachte, wir müssen irgendwie das noch mit den Karten machen. Hey, stopp! Was zum Geier? Ey, das ist die Brücke. Guck mal, Brückengeländer. Da unten kann ich den Fluss sehen. Boah, sind die schlecht gewesen beim Suchen, ey. Straßensperre. Da sind noch weitere Fahrzeuge. Sogar die Polizei. Oh, shoot. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, ja, ja. I see. Ich schätze mal, irgendwie, wir müssen uns mit dem Abschleppseil und irgendwie mit der Brücke da unten drunter durchschwingen oder so. Aber erstmal will ich mir die Kirche angucken. Ein Haus mit Zipfelmütze. Toll. Das ist eine Kirche. Edna, hallo, ich wollte da jetzt so Insider-Infos zu erfahren. Okay, gehen wir hier mal runter. Und probieren das nochmal mit den ersten, weil der... Hallo, hast ja, du... Hoti meinte doch auch, dass irgendwie er jedes Mal an der Karosserie einen Schlag bekommen hat oder sowas. War da nicht irgendwas dabei? Ich probiere es einfach nochmal. Darf ich es noch einmal versuchen? Klar. Ziehe eine Karte. Gleich die erste Karte? Ja, sicher die erste Karte. Daneben. Okay, nein. Ich probiere jetzt einfach so lange die erste Karte. Gleich die erste? Ja. Nein. Daneben. Gleich die erste? Ja. Daneben. Nein, jetzt müsste es dies aber sein. Yes, okay. Richtig. Dann jetzt die zweite Karte. Die zweite von... Ja. Daneben. Hey, was hat ihr denn jetzt gemacht? Nächster Versuch. Gemeinheit. Okay, also anscheinend ist es nicht nach der ersten die zweite. Dann probieren wir jetzt einfach wieder so lange die erste, bis es die erste ist. Daneben. Und danach gehen wir einfach auf die dritte. Gleich die erste. Ja. Daneben. Nächster Versuch. Gleich die erste Karte? Ja. Okay. Richtig. Jetzt die dritte Karte. Die dritte Karte, ja. Okay, okay, okay. Dritte Runde. Nehme ich jetzt die zweite oder die vierte? Ich nehme die zweite. Die zweite von... Ja. Ah, shoot. Okay. Okay, okay. Nochmal von vorne. Gleich die erste. Ja, die erste Karte. Daneben. Daneben. Gleich die erste. Ja, gleich die erste. Richtig. Okay, jetzt müsste es die dritte sein. Die dritte Karte. Genau. Richtig. Okay, jetzt die vierte die Karte. Die letzte Karte. Sicher. Ja. Shoot. Richtig. Okay, 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 okay. Du hast es geschafft. Autsch. Ich habe einen elektrischen Schlag an der Brust bekommen. Verrückt. Mir ging es genauso, als ich das letzte Mal gewonnen habe. Haha, ist sonst noch was? Nö. Ich geh dann mal. Ich geh dann mal. Lass dich nicht aufhalten. Tu ich auch nicht, tu ich auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt schnell mal hoch zu Alu und gucken, was es jetzt damit auf sich hat mit dem elektrischen Schlag. Ich weiß doch noch nicht, wofür wir dieses Antioxidationsmittel gebrauchen können. Aber werden wir dann wahrscheinlich noch feststellen. Meinst du, die Schocktherapie lässt sich wieder umkehren? Interessanter Gedanke. Du meinst... Ja. Was?
Ja. Nein. Hä, aber das hatte ich doch... Sondern bin mich. Warte mal kurz. Leihst du mir das Antioxidationsmittel? Nein. Wenn mich der Blitz getroffen hat... Kannst du es haben. Ja, okay. Nee, dann muss ich das anscheinend irgendwie vielleicht... Habe ich den in der Hand? Den Schock... benutzen vielleicht? Autsch. Ah, okay. Was war das? Der Blitz. Du wurdest vom Blitz getroffen. Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja. Das muss wohl so sein. Muss wohl, ja. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Wuga. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Okay, cool. Was auch immer Wuga bedeuten soll. Irgendwie kommt mir das voll bekannt vor, als hätte er das schon mal gesagt. Jetzt müssen wir wahrscheinlich zur Brücke und irgendwie uns da vorbeischwingen. Aber letztes Mal konnte man da gar nicht irgendwie... Da gab es oben gar keinen Punkt, wo man sich dran... Ey, da war davor dieser Strahl. Das war, weil Blase runtergepinkelt hat. Das heißt... Wahrscheinlich können wir sie jetzt irgendwie benutzen. Brr, ist das nicht... Ja, ich will auch nicht schwimmen. Keine Zeit zum Angeln. Ich will ja auch nicht angeln. Genau, wir sind ja nicht in Azeroth. Ach so, ich muss es wahrscheinlich oben hinhängen, ne? Ja, ja, okay, stimmt. Und wir kommen nicht... Also ich finde es irgendwie so ein bisschen komisch, dass wir bis zur Brücke laufen können und wir da nicht gesehen werden. Aber... Und dann können wir da unser Abschleppseil hinhängen, aber dann können wir auch nicht einfach drüber laufen. Okay, benutze Abschleppseil mit Brückengeländer. Vielleicht? Dürfte es eigentlich sein, oder? Ha, okay. Ich mag es, wenn Sachen aufgehen, so wie ich sie mir vorgestellt habe. Das ist immer ein sehr gutes Gefühl. Gehen wir mal schnell weiter. Die Wolken sehen ja auch ein bisschen spektakulär aus. Und voll gut, wie Edna so super beleuchtet ist. So, yeah, es ist eigentlich voll dunkel, aber Edna strahlt. Die hat bestimmt so Meister Proper zu sich genommen oder sowas. Abschleppseil. Nein, Abschleppseil. Gehe zu über den Fluss. Okay. Oh, coole Animation. Und jetzt gehe zur Mauer. Tor. Geht nicht, das Schloss ist zugerostet. Aha, okay. Finde ich schön, wie sowas dann immer aufgeht. Mal woher, sehen, wie gut dieses Zeug. Woher hatte Zeug Alu eigentlich ist? Das Zeug? Benutzt. Yay! Oh, quietscht das. Friedhof. Oh, jetzt wird's spannend. Grab. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Na, letztes Jahr wohl nicht mehr. Hier ruht Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Warum ist er denn jetzt tot? Das wäre nicht taktvoll. Das Grab meines Vaters. Lass uns lieber schnell weiter. Okay, können wir uns das noch ansehen? Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Oh. Da fehlt eigentlich sowas wie... hier ruht unsere Putzfrau. Sie kehrt nie wieder. Oder so. Okay, anscheinend sollen wir in die Kirche rein. Jetzt wird's voll spannend. Also voll Blaulicht hier drin. Gucken wir uns mal den Altar an. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Cool. Können wir den auch benutzen, das Altar? Den Altar? Ich finde den Powerknopf nicht. Können wir die Kerze anzünden? Das Firmenlogo. Das Firmenlogo? Wie gut, okay. Ein Vorläufer des Fernsehers. Was? Okay, finde ich cool. Ich bin nicht so der pastorale Typ. Oh. Nimm Kreuz. Jeder nur ein Kreuz. Oh. Können wir mit dem Kreuz reden? Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz.
Macht wohl gerade Pause. Vielleicht ist Sonntag. Tür, da kamen wir raus. Das heißt, wir gehen mal hier rein. Da ist jemand drin. Wer ist das denn? Der Pastor. Jesus Zombie Massaker. Geil. Hotzenplotz Crew siegen. Even Blacker. Oha. God sucks? Upsi, okay. Hallo, Pastor. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Aber ich brauche Zuflucht. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit, ich will alles hören. Ja, ich denke, du solltest es erfahren. Shoot, okay. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Was? Die gibt's doch gar nicht bei uns. Ja, ich hab das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Oh, shoot. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Anscheinend. Oh, shit. Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Nein, jetzt wird er bestimmt irgendwie umgebracht oder sowas. Bleib da! Warte hier bitte. Nein! Und fass nichts an. Schon gut. Versprich es mir. Ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Oh Gott, der stirbt jetzt garantiert. Kacke. Okay, lass uns erstmal alles mitnehmen. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Egal, nimm es trotzdem mit. Oh Gott, der stirbt doch jetzt bestimmt. Chinesisch kann niemand was anfangen. Okay, nehmen wir den Kopfhörer auf. Oh, den können wir sogar benutzen. Nimm Verstärker. Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. Wo ist denn noch eine freie Steckdose? So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Erstmal benutze Kopfhörer mit... Ich will nicht mit Kopfhörern spielen. Okay, dann spiel ohne. Sonst hätte ich den Verstärker auch nicht hier rausschleppen müssen. Auch wieder warm. Annehmen und dann... Ja, jetzt hier, benutz doch. Kann ich auch die Gitarre selbst benutzen? Gehen wir nochmal kurz rein. Oh Gott, der Typ stirbt mir doch jetzt weg, ey. Können wir hier auch irgendwas mitnehmen davon? Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Mhm. Nehmen, Plakat? Es hängt gut, wo es hängt. Okay, lesen wir uns mal das Buch, schauen wir uns mal das Buch an. Ah, okay, I see. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich das machen. E. A. D. H. G. E. A. D. H. G. Ah, da steht's ja auch. Raus. Okay, gut. Dann weiß ich ja, was ich spielen muss. Gucken wir uns aber nochmal kurz das Zeug an. Hier, Sofa. Ich habe keine Zeit auszuruhen. Und dann Anlage. Keine Zeit, Musik zu hören. Ja, du bist anscheinend ziemlich busy, Edna. Weißt du das? Okay, aber irgendwie, ich kann die Gitarre nicht benutzen. Die macht sie nur aus oder an. Nehmen. Ich schlepp den keinen Meter weiter. Du sollst ihn ja auch nur benutzen. Oh. Okay, gehen wir erstmal nach hinten. Oh Gott, der ist jetzt bestimmt tot oder so. Okay, ich will nicht zur Tür. Orgelpfeifen. Shoot. Da oben. Oh Gott. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich ist da jetzt überhaupt nichts. Geh zur Orgel. Leiter. Noch weiter nach oben. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Okay, dann machen wir das doch jetzt. Wie war das? E? Das klingt, als würde jemand auf der Gitarre spielen. Bist du das, Harvey? Hey, mach nicht so einen Lärm da unten! Die Saiten der Gitarre schwingen in Harmonie mit der Orgel! Wenn du so weitermachst, erzeugst du noch eine Rückkopplung! Das ist doch die Stimme des Schlüsselmeisters! Warum denn die Stimme des Schlüsselmeisters? Okay.
Stimmt das jetzt? Habe ich richtig angefangen? Weil eigentlich müsste das das sein. Yay, ich hab's geschafft, glaube ich. Hey, das rockt. What the heck, okay. Oh mein Gott. Aufhören. Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab. Das war lustig. What the heck? Hat der Schlüsselmeister den da gerade hingehängt? Was? Edna. Was ist dir passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon, wenn man einen Irren aus der Anstalt befreit. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Ja, es war mir klar. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Hallo, Bitch. Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. So dumm der Typ, ey. Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Ich habe doch gerade diese coole Musik angemacht. Kann ich den jetzt nicht einfach schubsen oder so? Boom. Mach ja keine Dummheiten. Ach, Bitch. Ich hab doch gerade dieses coole Orgelzeug gemacht. Oh, die Folge ist jetzt eh vorbei. Shoot, shit is getting real. Ferne, gucken wir uns mal die Ferne an. Ich kann in der Ferne die Anstalt sehen. Und da ist die Straßensperre. Und da... Ist das etwa der Alumann auf der Aussichtsplattform? Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Oh, shit. Oh mein Gott. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Das ist ganz Schwachsinn, Harvey. Benutzen wir den Podo-Schläger mit der Glocke. Das ist voll die gute Idee. Yes. Hat es das gebracht? Oh mein Gott. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Edna. Oh mein Gott. Okay, werden wir noch sehen, wie sich das entwickelt. Oh mein Gott, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschö mit Ö.